Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Frühkindliche Bildung und Unterstützung von Familien sind zentrale politische Themen. Und die Herausforderungen im Kita-Bereich sind groß. Sie werden ja auch immer wieder in unterschiedlichster Art und Weise hier beschrieben. Ich glaube, die Kinder in diesem Land, und da ist es ja heute mal erfreulich runtergezoomt im Vergleich zu dem, was wir sonst schon erlebt haben, brauchen nämlich kein Schwarze-Peter-Spiel, sondern wir brauchen eine Debatte nach vorne, was Kita-Politik, Kinder- und Jugendpolitik, Familienpolitik in diesem Land ausmacht, statt der ständigen Geschichtsaufarbeitung, wer denn was wie möglicherweise in den Sand gesetzt hat. Herr Minister, Sie haben ja immer dieses Vier-Stufen-Modell in den Raum gestellt. Und wir haben ja schon beim Rettungspaket auf die Probleme hingewiesen, die diese erste Stufe, die Sie da gezündet haben, mit sich gebracht hat. Zum einen haben wir darauf hingewiesen, dass das Gießkannenprinzip nicht unbedingt dem gerecht wird, was die einzelnen Einrichtungen brauchen. Wir haben aber auch darauf hingewiesen, und das ist in einer Haushaltsdebatte ja durchaus der wichtigere Punkt, wir haben auch darauf hingewiesen, dass Sie da durchaus mit einem haushalterischen Taschenspielertrick gearbeitet haben, dass im Nachtragshaushalt das Geld für das laufende Kita-Jahr war. Das ist durchaus richtig haushalterisch. Dass für das kommende Kita-Jahr auch das Geld im Nachtragshaushalt und nicht, wie es eigentlich haushalterisch richtig gewesen wäre, in diesem Jahr abgebildet wird, das ist der Tatsache geschuldet, dass Sie natürlich nicht mehr Geld in Ihrem Haushalt haben wollten, sondern das natürlich verstecken wollten im Nachtragshaushalt. Das ist jetzt nicht unbedingt ganz redlich, aber sei es drum, denn Sie haben sich mit diesen 500 Millionen zumindest eine Verschnaufspause, ich hoffe allerdings, eine intensive Arbeitsphase verschafft, um die nächsten Stufen, die Sie angekündigt haben, jetzt auch zielgerichtet anzugehen. Und da will ich Ihnen sagen, Sie sollten sich als gute Vorsätze fürs neue Jahr direkt ins Stammbuch schreiben, dass jetzt aber auch wirklich die Eckpunkte für ein neues Kita-Gesetz vorgelegt werden müssen. Und ich habe gerade bei Herrn Kamieth so angedeutet gehört, dass es jetzt doch kein neues Gesetz werden soll, sondern dass Herr Kamieth noch davon ausgeht, dass das Kibitz reformierbar wäre. Ich glaube, die Meinung hat er exklusiv. Ich hoffe zumindest, dass er die Meinung exklusiv hat. Denn ich hoffe, dass Sie den Weg gehen werden und ein neues, tragfähiges Kita-Gesetz auf den Weg bringen werden, anstatt diesen Kibitz-Mucks zu versuchen, weiter zu reformieren. Nehmen Sie Stufe 2 und Stufe 3 zusammen, denn wie soll denn eine vernünftige und langfristige Finanzierungssicherheit in Kitas gelingen, wenn Sie die Qualität erst hinterher schieben wollen in der Stufe 3? Das muss zusammengesagt werden. Und machen Sie sich auf den Weg, gehen Sie weg von den Kindpauschalen, die offensichtlich gescheitert sind, hin zu einer Sockelfinanzierung, die dann auch in weiteren Säulen die besonderen Bedarfe in den Bereichen Sprache, Motorik, Gesundheit, Inklusion und so weiter berücksichtigt. Und wir müssen uns dringend darüber unterhalten, wie wir die Attraktivität des ErzieherInnenberufs noch steigern können. Wir müssen über die Art und Weise sprechen, wie Erzieherinnen und Erzieher ihre Arbeit in den Kitas verrichten können. Wir müssen darüber sprechen, wie wir mehr Menschen für diesen Beruf gewinnen können. Und wir müssen auch über die Bezahlung dieser Menschen sprechen. Und auch die Kindertagespflege muss in diesem Zuge weiter gestärkt werden. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, erfreulich ist aus unserer Sicht ja auch, dass Sie die kommunalen Präventionsketten weiter fördern wollen. Alle Kinder haben ein Recht auf gutes Aufwachsen und auf gleiche Chancen. Und deshalb ist es richtig und konsequent, dass Sie den von Rot-Grün eingeschlagenen Weg weiterführen und hier auch in die Weiterfinanzierung gehen. Das können wir nur richtig finden. Und große Einigkeit besteht ja auch bei der Wichtigkeit der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Kinder- und Jugendförderplan. Denn sowohl Rot-Grün als jetzt auch Schwarz-Gelb haben sich ja konsequent an die Aufstockung des Kinder- und Jugendförderplans gemacht. Dass Sie nun mit einer weiteren Aufstockung und einer Dynamisierung diesen Weg konsequent weiter beschreiten, das finden wir richtig. Wir haben nur in der letzten Sitzung des Landtages ja deutlich gemacht, wir wünschen uns als qualitative Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendförderplans noch das Instrument des Gender Budgeting dort einzuführen, damit wir noch mehr Transparenz und noch mehr Qualität in diesen Kinder- und Jugendförderplan bringen können. Und zum Abschluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, noch ein Wort zum Bereich der LSBTI-Politik. Und da ist es auch ein wichtiges Zeichen der Kontinuität und der Verlässlichkeit in einer Politik für die offene Gesellschaft, dass, Kollege Kamieth hat gerade darauf hingewiesen, die Haushaltsansätze überrollt werden. Ich denke, mit dem Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie hat die rot-grüne Landesregierung eine Blaupause geliefert, einen wahren Steinbruch geliefert an Dingen, die in diesem Land umgesetzt werden müssen. Und ich habe ja auch vernommen, dass Sie an dieser Umsetzung weiter konsequent arbeiten wollen. Das ist richtig. Wir werden einen Haushaltsantrag einbringen, der noch einmal einen Punkt verstärken soll, über den wir auch schon debattiert haben, wo wir unterschiedlicher Auffassung sind, wo ich hoffe, dass ich Sie über die Notwendigkeit einer Landeskoordinierungsstelle für Regenbogenfamilien aber noch überzeugen kann. Denn das ist ein Bedarf, der bislang nicht abgedeckt wurde. Und es ist notwendig für die Menschen, für die Regenbogenfamilien in diesem Land, dass wir hier noch spezielle Unterstützung leisten. Dankeschön.